Hallo zusammen, ich habe heute eine defekte Schäumform. Ihr wisst ja, wir produzieren selber Kühlschränke, vor allem im Pharma- und Militärbereich. Und diese Schäumformen, die wachsen mit den Kühlschränken. Die sind also hier massiv Stahl, teilweise wieder verstärkt mit einer Blechplatte oder dann solche, was sind das? 48 mm Sponplatten. Der Vorteil ist von Holz, ich habe, wenn ich ein Teil drin habe, keinen Abrieb. Und ihr seht auch hier, mit der Form wird gearbeitet, hier hat es eine Druckstelle, da wird dann mit Klebeband zuerst mal ein bisschen verstärkt. Aber jetzt ist schlimm, hier drin sind Befestigungspunkte für die Pneumatikzylinder oder Druckluftzylinder gebrochen. Wir schauen das aus der Nähe an. Ihr seht hier oben an der Decke habe ich einen Kran, weil das Ding steht jetzt an sich auf dem Kopf. Wir haben hier auch die Spanngurte im Weg. Ihr seht hier drin sind Pneumatikzylinder, die werden jetzt hier dann so aufgeschweißt. Hier ist ein zweiter. Es ist relativ primitiv, das wird mit Winkel individuell angemacht. Wir haben auch selten Platz hier drin, weil wir relativ kleine Geräte machen. Und hier durch diesen Mechanismus kann ich die Form um 2-3 cm verkleinern, 2-3 mm kleiner machen. Durch das kriege ich das Gehäuse raus, wenn es nachher geschäumt ist. Also hier drin ist primitiv, dieser Zylinder ist abgebrochen, beziehungsweise die Halterung hier, die Schraube, wird jetzt gereinigt, wenn wir schon offen haben, und dann die neue Verplankung wieder aufgesetzt. Und das ist dann hier die Verplankung, die hier wieder drauf kommt. Und ihr seht hier den Schlitz, der ist jetzt ausgefahren. Und nachher wird der zusammengezogen, etwa 5 bis 8 mm, und so wird das Gehäuse ein Stück kleiner. Also ihr seht, Kühlschränke, Formen, ich habe einen sehr abwechslungsreichen Job. Mal mache ich YouTube so zwischendrin. Wenn ihr seht, dass ich jeden Tag ein YouTube-Video mache, dann ist das schon ziemlich Arbeit. Und zwischendrin repariere ich Formen. Punkt. Oder wir bauen die Formen neu, je nachdem. Also das ist Formen aus eigener Fertigung, weil wenn ihr so eine Form auswärts machen lässt, die könnt ihr nicht bezahlen, ist absolut nicht machbar. Also jeder, der an sich nicht unbedingt Großgeräte, sondern Kleinserien fertigt, der fertigt die Formen selber im Haus. Ja, das soll es gewesen sein. Und ich wünsche euch, mache euch vielleicht einen Link hier über Schäumen, wo ihr unsere Schäumanlage seht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.